Hallihallo, hier ist wieder Ilonka von der Stempelzeit. Es ist Samstag und heute wird es wieder ein Scrap-Samstag. Ich habe dir hier ein Mini-Album mitgebracht in Gartengrün und das Designerpapier voller Vorfreude und der Stempel ist auch aus irgendeinem Weihnachtsset, mir fällt der Name nicht ein. Und dieses Band ist auch aus dem Weihnachtskatalog. Das wird hier mit einer Schleife, mit einem Band, das, was zum größten Teil verdeckt ist, geschlossen. Und wenn man es aufmacht, dann sieht das so aus, sehen die einzelnen Seiten, sind ja wie so Fächer. Und wenn man es aufmacht, dann klappt da noch was raus. Ich finde das sehr schön, dann kann man hier so die Fotos gestalten und hier noch was schreiben. Und ja, das Ganze kann man auch dann hier wieder zusammenbinden und so als Deko auch vielleicht einfach stehen lassen, wenn man das möchte. So, wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Und zwar brauchen wir an Material erstmal den Papierschneider, dann natürlich das Falzbein, wir brauchen eine Schere, Flüsschenkleber, dann den Snail, ein Lineal, dann brauchen wir später Band, um das Mini-Album zu verschließen. Für den Deckel des Albums und den Rücken, Vorder- und Rückseite, brauchen wir zwei Stücke Designerpapier. Die haben die Größe 9,5 cm mal 9,5 cm. Und für diese einzelnen Fächer brauchen wir viermal Farbkarton. Und zwar in der Größe 21 cm mal 21 cm. Ist also ein bisschen materialaufwendiger. So. Und zwar mit diesen vier einzelnen Farbkartonbögen machen wir Folgendes. Die Hälfte von 21 ist 10,5. Da wird das Ganze gefalzt, um 90 Grad gedreht. Und dann nochmal bei 10,5 gefalzt. Jetzt wird das so liegen gelassen und einmal ein Quadrat geschnitten. Dann schiebe ich das ein Stück rüber, so 1,5 cm. Und Quatsch. Dann drehe ich das nochmal um 90 Grad und habe hier diese Falzlinie. Und die schiebe ich nach rechts ungefähr 1,5 cm und schneide dann an dieser Stelle ebenfalls ein. Und habe dieses Stück rausgeschnitten. Ich zeige das nochmal. Das heißt, ich schneide an einer Seite bis zur Mitte ganz ein und bei der zweiten Seite hier lasse ich ein Stück stehen. Das ist unsere Klebelasche. Damit das nachher gut funktioniert, schneiden wir die sehr schräg in der Ecke ein, in der inneren Ecke. Die äußere ist so ein bisschen, das ist eigentlich wurscht. Und das Letzte, was wir noch machen, ist, dass wir bei dem, hier haben wir weggeschnitten, links davon, dass wir bei diesem Quadrat diagonal falzen. Das kann man, indem man das hier einlegt oder, wem das zu frickelig ist, also das geht, ich kann das ja hier ausrichten und hier ausrichten und nehme dann eine Falzklinge und dann funktioniert das. Wenn das zu frickelig ist, der nimmt an der Stelle einfach das Lineal und zieht dann mit dem Falzbein hier so lang. So, das wird bei allen vier gemacht. Jetzt wird das Ganze einmal durchgefalzt und zwar diese Diagonale wird als Bergfalz geknickt und alle anderen als Talfalz. So, so und nochmal nach innen. Und dann wird sieht das so aus. Und dann wird diese Klebelasche hier unten drunter angeklebt. Ja, die wird von außen da angeklebt. Deswegen auch hier dieser starke, schräge Schnitt, damit die Klebelasche nicht über unsere Falz, die wir hier diagonal gezogen haben, drüber lappt. So, bevor ich jetzt zusammenklebe, einmal das schön scharf nachziehen. Dann, da das da drunter muss, wird von dieser Seite der Klebstoff aufgetragen.
Kann ich ja drunter lappen, ansetzen. Und dann passt das schon. So, dann kann man das hier zusammendrücken. Und dann hat man das. So sieht das aus. Das machst du jetzt bei allen dreien, bei den drei weiteren. Und dann hat man das viermal. Und dann sieht das schon mal so aus. Passt schon mal. Und jetzt werden die zusammengeklebt. Eine Seite bleibt frei, aber an diesen 1, 2, 3 Stellen wird das wieder mit dem Flüssigkleber zusammengeklebt. Das mache ich mal im Schnelldurchgang. So, wenn das zusammenklebt, dann sieht es so aus und man kann das jetzt schon aufmachen. Ja. Jetzt klebe ich noch das Band an. Das mache ich von außen und zwar nehme ich dann erstmal ein bisschen Snail und fixiere das Band einfach von beiden Seiten ein bisschen. Und zwar, ich halte mir das dann immer so hin, okay, das ist unten, dann habe ich hier mein Band, mache das ungefähr mittig, lege das da dann drüber, halte es fest und dann lege ich es einmal an der Seite an. Durch den Kleber wird es leicht fixiert. Auf der anderen Seite ebenso. So. Was ich jetzt dann noch mache, ist halt die beiden Stücke Designerpapier von außen hier vorkleben. Das kann man mit dem Snail machen, mit dem Bombo, das ist eigentlich egal. Ich mache jetzt hier mal mit dem Snail. So, einmal von der Seite. Und dann von der anderen Seite. So. Und jetzt ist das Mini-Album fertig. Ich habe das jetzt natürlich von innen nicht mehr verziert. Du kannst das jetzt an der Stelle, wenn es zusammengeklebt ist, verzieren. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Du kannst aber natürlich auch die einzelnen Komponenten verzieren. Und wenn alle vier fertig sind, es dann zusammenkleben, ganz wie du magst. So, ich hoffe, der Scrap Samstag hat dir gefallen. Wenn ja, freue ich mich über ein Like oder über einen netten Kommentar. Oder was ich auch schön finde, ist, was weiß ich, wenn du das umsetzt und du mir vielleicht ein Bild davon einfach mal zumailst. Da freue ich mich auch sehr, wenn ich dann mal sehe, wie das umgesetzt wird. Ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns dann am Montag beim Wochenstartvideo wieder. Bis dahin, tschüss!